Hallo und herzlich willkommen hier in Azeroth. Ja, Azeroth. Ich bin zwar in Minecraft, ich weiß, aber auch irgendwie in Azeroth. Ihr wisst vielleicht noch nicht, wo ich hier bin. Wenn ihr schon mal einen Mensch gespielt habt, dann ja, kommt euch vielleicht schon eine vage Ahnung. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Comments schreiben, an welcher Stelle ihr genau erkannt habt, wo wir hier sind. Ja, also ich zeige nochmal hier das. Das könnte jetzt allen Leuten, die dieses Gebiet schon mal gespielt haben, auf jeden Fall schon bekannt vorkommen. Aber fliegen wir doch dann mal den richtigen Weg ab. Zurück hier zu diesem Ding. Noch will ich es euch nicht. Könnt ihr einfach mal die Zeit reinschreiben, wann es euch genau klar war, wo ich hier bin. So, hier wird es dann wieder rausgehen. Ist hier eine Mauer. Ich kann ja mal richtig laufen. So, geht man hier links rum oder auch rechts rum. Kann man halten, wie man möchte. Oh ja. Würde hier ein Questgeber stehen, wenn man das entsprechende Level noch hat. Und dann kommt man hier raus. Und ja, links und rechts eigentlich so böse Tiere, die einen schon angreifen wollen. Na, habt ihr's? Also erstmal unglaublich hier, wie geil das nachgebaut wurde, finde ich. Also ja, das brauche ich ein bisschen zum Rendern. Ist halt unglaublich groß auch. Also dieses Pack hat hier sehr, sehr viel Gigabyte eingenommen, die wir da ranschaffen mussten quasi. So, jetzt sehen wir, wo wir hier hinkommen, vielleicht, ja. Spätestens in der Hauptstadt, in der wir gleich ankommen, werde ich es dann verraten, aber ja, also man würde den Weg hier entlang gehen und hat dann hier ein Dorf mit verschiedenen Häusern. Ne, so ungefähr. Also ich weiß natürlich, dass das alles nicht so, dadurch, dass wir quasi hier sehr große Pixel haben, ist es teilweise nicht detailgetreu, aber gehen wir mal hier in die Richtung hoch. Aber wenn man halt vor allen Dingen, wenn man in der Ferne steht, dann denkt man schon, oh ja, richtig. Ja, hier guck mal links. Also das ist schon sehr, sehr detailgetreu nachgebaut. Also echt eine tolle Sache, wie ich finde. Grandios gemacht, diese Geschichte hier im Azeroth in Minecraft. Ist jetzt der Weg hier langsam hoch, geht hier immer höher, kann man halt, wie gesagt, einfach nur sehr, sehr verpixelt nachbauen. Ja, und da kommen wir nach Stormwind. Ihr seht schon, also ich war in der Abtei Northshire gerade, dann in Goldshire und jetzt komme ich jetzt hier nach Stormwind. Ihr seht hier das Tor, dann sind jetzt hier die Statuen, die kann man, also die sind natürlich einfach zu klein, um die so richtig nachzubauen. Sie haben jetzt hier versucht, diese kaputten Statuen, ihr seht da unten liegt zum Beispiel sogar schon das kaputte Ding, was da noch nebenbei ist, ja. Dann haben sie hier diese beiden Torbögen schön nachgebaut, hier die große Statue und sogar hier oben, wenn ihr mal schaut auf den Zinnen, eben das Schwarze ist da, wo Deathwing seine Spuren hinterlassen hat. Ja, wenn wir mal reingehen, wir können ja auch mal reingehen, können ja mal ein bisschen runter, ja, dann können wir tatsächlich mal vernünftig reingehen in die Stadt. So, ist ein bisschen dunkel hier, könnte man mal ein bisschen heller machen können. So dunkel ist in Azeroth natürlich nicht, aber naja. Ja, kommen wir hier in den Handelsdistrikt von Stormwind. Sieht wie gesagt natürlich, ich weiß, alles ein bisschen verpixelt aus, ja, aber ist der Handelsdistrikt, ja. Ihr seht jetzt hier, kommen wir da in die Richtung, wo dieser kleine Platz ist. Dann haben wir hier noch einen Platz, hier rechts das Aha, theoretisch gesehen. Ja, links das der Brunnen, da hinten die Bank. Ist, wie gesagt, ich weiß, verpixelt, ohne Ende, ohne Frage. Aber wenn man so von oben mal ein bisschen guckt, dann sieht das alles schon ein bisschen, ne, mehr nach Häusern aus, die eben mit den blauen Dächern. Da hinten haben wir zum Beispiel auch den Magierturm. Fliegen wir mal kurz hin, um uns diese Stadt jetzt hier mal in Gänze anzuschauen. Magierturm, hallo, Magierturm. Ne, hier der Magierturm mit den Portalen, die sind übrigens nicht da. Falls euch überrascht, ja. Aber vermutlich nicht. Ja, teilweise brauchen Sachen ein bisschen, um sich aufzubauen. Ihr seht da, ne? Hier links, Deathwings Chaos reingerissen, ne? Abgetrennt. Also echt so detailgetreu nachgebaut. Dann haben wir hier den Kathedralen Distrikt. Mit dem kleinen Park dahinter. Auch echt schön. Und natürlich auch den Hafen. Ja, Hafen, Hafen. Da kommt er. Können wir mal hin. Ob wir da auch mehr haben. Da war ich noch gar nicht. Premiere jetzt hier.
Da sieht er den Hafen. Baut er sich langsam auf. Also es ist wirklich, wenn man das sich jetzt hier so anschaut, ne, da sehen wir auch die Boote. Wahrscheinlich ein bisschen weiter in die Richtung auch den Leuchtturm. Muss sich halt nur alles aufbauen. Das ist eine sehr, sehr große Entfernung natürlich, die man hier, ne, sieht hier jetzt auch die Werften und so für die Boote. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Schloss. Ja. Oh, allerdings sollte ich mal die Uhrzeit wieder richtig einstellen, dass es schön hell wird und nicht, dass wir jetzt hier gleich im Dunkeln sitzen. So, gehen wir mal zum Schloss. Fliegen wir hier rüber. Das haben wir nämlich auch hier. Also ich finde wirklich der kleine See hinter dem Kathedralendistrikt. Dann haben wir hier, wenn er sich gleich hier aufbaut, vermutlich ja auch noch den Zwergen. Wolke. Zwergendistrikt, beziehungsweise. Nein, das ist ja schon hinter dem Schloss, ne? Da vorne ist der Zwergendistrikt. So, ja, es braucht halt ein bisschen, um sich aufzubauen. Aber ich sag mal, wenn man sich in Azeroth ein bisschen auskennt, dann schafft man es auf jeden Fall, sich hier auch auszukennen. Ihr seht das jetzt also echt klasse nachgebaut. Haben wir hier Stormwind Keep. Da seht ihr es, ne? Baut sich langsam auf. Stormwind Keep zur Linken. Da geht man rein. Wunderbar. Hier eigentlich die Statue von König Varian Vryn, ja. Und hier der Eingang. Gehen wir mal direkt rein. So. Haben wir sogar den Thronsaal. Ist ein bisschen dunkel zwar, aber ah, schön gemacht hier. Da der Thronsaal, Thron. Und hier auch links geht es übrigens auch raus. Können wir mal hingehen. Und ihr seht jetzt hier auch, ist dann der Ausgang. Toll finde ich auch so dieses kleine Detail. Wenn ich jetzt mal fliegen könnte wieder. Das kleine Detail, dass man hier, wenn man hier hinten rauskommt, da ist sogar dieser Steinkreis mit den Portalen theoretisch gesehen. Ist übrigens noch nicht auf Pandaria Level, aber eben auf Cataclysm, wie ihr merkt. Ja, hier dann also der Steinkreis mit den Portalen. Echt sehr, sehr detailreich das Ganze nachgemacht, finde ich. Also wirklich eine klasse Arbeit. Ja, ihr könnt euch das selber, falls ihr einen Minecraft-Server habt, installieren. Ist nur irrsinnig groß, irgendwie über 20 GB die fertige Welt. Könntet ihr theoretisch machen. Also das Ganze hier ist natürlich in netter Weise von meiner Firma Guild Home, hat mir der Jens aufgesetzt, quasi gesponsert, dieser Server hier. Und wir werden jetzt, da wir bald Geburtstag feiern, ein spezielles Angebot auch haben, wo ihr quasi ein Minecraft-Paket mit diesem Azeroth-Server mieten könnt, wenn ihr das denn möchtet. Gibt es dann unter www.guildhome.de bald. Alle Details dazu gibt es auch in den News mit drin und genauso wie ihr euch den runterladen könnt, falls ihr schon einen Minecraft-Server habt. Aber eben falls ihr keinen habt und gerne so einen speziellen Azeroth-Server habt, da könnt ihr wahrscheinlich auch nicht einfach jeden nehmen, weil ihr so viel Speicherplatz nicht dabei haben werdet. Ich werde, wenn ihr wollt, gerne euch noch ein bisschen mehr hier von diesem Server zeigen. Also von der Azeroth-Welt, also zum Beispiel Orgrimmar könnte ich euch zeigen, diverse andere Gegenden. Aber da ist die Frage, habt ihr Lust, noch mehr zu sehen? Wenn ja, schreibt es einfach in die Comments des Videos. Und wenn nein, dann lasse ich euch damit in Ruhe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Venin.